Fünfter Spieltag in der Turkish Airlines Euroleague. Die Bayern-Basketballer zu Gast in Istanbul. Und von Beginn weg zeigt der türkische Meister, wer Herr im eigenen Hexenkessel ist. Angetrieben von Spielmacher Carlos Arroyo zieht Galatasaray schnell davon. Die Bayern vor allem von draußen unterlegen. 14 Punkte, der Rückstand nach 10 Minuten. Das Team von Trainer Svetislav Pesic kämpft sich verbissen rein in die Partie Istanbul, aber immer wieder mit der passenden Antwort. 15 Punkte von Chevy Troutman bringen die Bayern kurz vor Ende nochmals bis auf 4 Zähler ran. Die Aufholjagd kurz vor der Krönung. Doch am Ende reicht es nicht. Istanbul gewinnt schlussendlich mit 84:74. Die Bayern bleiben nach der zweiten Niederlage dennoch gut im Rennen um die Top 16. Bereits am Sonntag geht es im Audi Dome weiter, Gegner in der Beko BBL, dann die Water Tigers aus Tübingen. Tip-off ist um 18 Uhr, noch gibt es Tickets.